Hallihallo, da bin ich wieder, der Bürgermeister mit dem Schnauzbart, euer Marito. Ich fange jetzt eine neue Aufnahmesession an und genau, das letzte Mal haben wir hier geendet, dass wir den Vorplatz für den Brunnen gemacht haben. Ich habe dann offscreen noch etwas Stein gefarmt und hier hat mich ein Creeper, oder hier wollte mich ein Creeper erwischen, hat er natürlich nicht. Und habe zum Steinfarmen gleich mal hier eine Mine angelegt. Und zwar Glück auf den Nubinger Untertagebau. So, habe hier im Endeffekt Kisten reingestellt und mal einfach nur kurz reinsortiert. Und sonst einfach jetzt mal hier straight nach unten gegraben. Einen Weg nach unten gegraben. Und ja. Ich wollte ja ursprünglich mit Bruchstein unsere Wege bzw. unsere Plätze bauen. Habe mich jetzt mehr oder weniger, ich habe schon wieder umentschieden. Hier habe ich auch noch die Truhe mit Steinen ein. Ah, immer diese Geräusche machen mich fertig. Habe mich mehr oder weniger umentschieden. Möchte das nicht mehr mit Bruchstein machen, sondern mit gebrannten Steinen, also normalen Stein hier. Genau. Aber genau, was ich noch gemacht habe. Entschuldigung. Na, hüpf auf. Ich habe unsere zwei letzten. Ist er noch da? Hallo? Ja. Ich habe unsere zwei letzten Bürger, die was wir noch haben. Franz und für den anderen habe ich eigentlich noch keinen Namen. Hier eingesperrt, denn irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die immer weniger werden. So, wir werden uns jetzt zum einen gleich mal den Stein brennen und zum anderen der Kohle war da, ja genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, okay, zack, zack. Fange ich schon wieder mit dem Zack an, oder? Ja, toll. So. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. Achso, Schaufel haben eh noch. Dann brauchen wir das eh nicht. Axt brauchen wir noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Sticks haben wir ja. So. Nein, was wollte ich nicht? Ja, sicher. Eine Axt. Noch eine Axt am besten gleich und eine Reserveschaufel. Denn wir haben einiges vor. Zack, 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 zack. So, und es wird schon wieder Nacht. Super. Upp. Da kommen schon die ersten Zombies, die wieder geil sind auf unsere. Oh, unser Schwert ist auch gleich hin. Hast du eine Goldrüstung für mich? Gleich Helm und Brustplatte. Schön, schön. Aber erstmal schlafen. Jawohl, ja. Ich will jetzt hier schnell den Bruchstein rausklopfen. Wo haben wir die Rüstungen hingetan haben. Okay, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt hier schnell den Bruchstein rausklopfen, was wir gesetzt haben. Hier soll eben dann gebrannter Stein hinkommen. Uah, na, 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 scheiß Dreck. Entschuldigung. Mist, den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Fuck. Ja. Noch wo jemand? Oh. Ja. Meine Freunde, die Creeper. Ist da auch noch einer, oder? Was ist das? Ja, sicher ist da auch noch einer. Haben wir Pfeil und Bogen? Warum sind da so arsch viele Creeper?
Noch wo irgend... Genau aus dem Grund habe ich nämlich unsere... Oh. Da haben wir noch eine Spinne. So haben wir es dann. Da hinten ist ein Enderman. Na, jetzt kommt es raus. Um uns ans Leder zu wollen. So. Da unten eh nix. Okay. So. Ich höre schon wieder eine Spinne. Ach. Da oben eine Spinne? Nein. Ein Zombie. Alle wollen uns ans Leder. Auf jeden Fall. Ich will das jetzt alles hier mit normalen Stein machen. Ich möchte auch unser Ufer etwas befestigen. Und dann möchte ich heute noch gleich, oder in dieser Aufnahme, noch gleich damit beginnen, quasi die nächste Baustelle vorzubereiten, sprich unsere Taverne, unser Hotel. So, das war die erste Spitzhacke. Ich drücke dauernd auf die falsche Taste. So. Genau. Ich habe jetzt die ersten 10 Folgen mehr oder weniger draußen und bin echt begeistert, dass sich das auch schon Leute angeschaut haben. Wir haben jetzt mittlerweile, jetzt wo ich das aufnehme, heute am Sonntag 14 Abonnenten. Und das Schöne daran ist, ich kenne nur 5 davon. Hm. Das heißt, ich freue mich, dass sich das doch jemand anschaut, was ich hier so mache. Ich werde auch die Videos ab jetzt ein bisschen länger machen. Mir wurde einfach gesagt, dass 15 bis 20 Minuten einfach zu kurz ist. Und da ich ja sowieso die meiste Zeit überziehe, bleibt es ja wurscht. So, aber jetzt erstmal, unser Stein fertig gebrannt ist. Na, heute ruckelt's. Heute habe ich gleich einen Ruckler drin. Schaut's da aus? Nö. Das können wir gleich hier reinräumen. Die Goldrüstung, wo räumen wir die dabei hin? Ich tue sie einfach daher. Bogen können wir wieder da zurückgeben. Ja, aber setzen wir gleich die ersten Steine hier. Da. Okay. Und hier auch. Nehmen wir auch gleich mit. Wir brauchen übrigens immer noch einen Namen für unser Dorf. Also, ich habe noch keinen Plan, wie wir unser Dorf nennen sollen. Müssen wir dann auch wieder zumachen. So, so. Okay, wenn nicht runterfallen, passt. So, so. Oh, da werden wir viel. Oh, da werden wir viel Stein brauchen. Aber gut, Stein. Und Stein mangelt es uns definitiv mal jetzt zurzeit nicht so sehr. Boah, ist das unangenehm, die ganze Zeit irgendwelche Skelette und so zu hören und nicht zu wissen, wo sie sind. Ah, das wird der Bruchstein dann. Super. Ja, sehr cool. Bei unserem Brunnen ist sie keins, oder? Nee. So. Nee. Es wären dann besonders gute Steine, wenn sie doppelt gebrannt sind. Haben wir noch welche? Ein. Ja, das setzen wir auch noch. Zack. Okay, also immer wenn ich da drüber hüpfe, stockt es ein bisschen, beziehungsweise hier, diesen zwei Orten, warum auch immer. Gleich die nächsten mit und ich glaube, ich werde gleich hier nachlegen. Beziehungsweise eigentlich haben wir noch mehr Öfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 6, 4.
8 und 8, genau, da gehört da noch eine 1. Ja, geh her. So, zack und zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich den nächsten rein. Wir brauchen sowieso dann auch für unsere Taverne die Steine. Denn da möchte ich auch hauptsächlich mit den Ziegelsteinen bauen. Und auch für den Boden rundherum. Also unsere Stadt wird quasi einen richtigen Steinboden bekommen als Untergrund. Ich habe auch kurzzeitig überlegt wegen Kies. Und apropos Kies, ich habe jetzt mir auch die Rezepte noch ein bisschen angeschaut und ich werde für unser Hotel nicht weiße Wolle nehmen, sondern habe eigentlich gesehen, dass man weißen Beton relativ einfach herstellen kann und möchte das auf jeden Fall mal so versuchen. So. Haben wir noch welche? 3. Genau. Starten wir dann die anderen zwei vier Öfen noch wieder von neuem und dann währenddessen werden wir uns mal die Schaufel nehmen und ich zeige euch dann gleich, wo ich unsere. Ja, essen wir mal was? Nee. Ich zeige euch jetzt gleich, wo ich unsere Taverne quasi hinbauen möchte. So. Übrigens hier die Drohnen, weil ich es vorher nicht gezeigt habe, die sind alle noch leer, ja. Bis auf die eben Eisen und Gold. Da hinten sollen dann mal Redstone und Lapis Lazuli hinkommen, beziehungsweise Diamanten und Smaragde. Und hier habe ich eben Erde, die anderen Steinsorten, Kies. Und Bruchstein. Hier eben Kohle. So, ist das jetzt fertig? Nein, aber nicht. Noch immer nicht, Entschuldigung. Ja. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass wir hier da generell alles ein bisschen umformen werden. Sprich, die ganze Wiese hier wird Hi Franz. Wird komplett wegkommen. Und hier oben, auf diesem Niveau, wo wir jetzt stehen, möchte ich unsere Taverne hinbauen. Das heißt, diese ganze Fläche an Gras oder dieser ganze Hügel kommt einmal weg. Und rundherum, siehst du, da können wir nachher gleich Sand abbauen gehen, ein bisschen dem Fluss entlang für einen Beton. Da ist noch Kies, super. Rundherum möchte ich mehr oder weniger so in Terrassenform verschiedene Etagen anlegen. Die ganzen werden auch wieder mit Stein befestigt werden, damit das quasi später dann mal aus soll das ausschauen wie ein Kanal. So, schauen wir, wo unser Stein fertig ist. Warum ruckelt er? Warum habe ich heute so viele Ruckler drinnen? Keine Ahnung. Zumindest so spürbare Ruckler. Ups, den nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Und hier auch nochmal. Zack, zack. So. Dann nehmen wir uns jetzt. Jetzt wird schon wieder Nacht. Schauen wir mal, ob wir schlafen gehen. Die Tage sind einfach viel, viel zu kurz. So, wir haben noch Spinnenseile, die gehen wir hier gleich dazu. Die eine Truhe können wir eigentlich gleich mit raufnehmen. Das gehört noch auch rauf. So, wieder irgendwo ein Creeper, der uns überraschen möchte. Nein? Hm. So. Für was haben wir die Katzen eigentlich, wenn sie eh nichts tun? Okay, zack, zack und zack. Hier das Loch werden wir einfach zumachen, da ist eh nichts Spannendes drin gewesen für uns. Und hier auf diesem Niveau, wo ich jetzt stehe, soll im Endeffekt unsere Taverne hinkommen. So,
Ganze wird zweistöckig mit Dachstuhl. Und wie weit werden wir hier abgraben müssen? Jetzt die Frage. Graben mal bis hier ab. So, die Erde brauchen wir dann eh zum Unterfüllen von unserem Steinboden teilweise. So. Okay. So. Genau, und mir wurde auch gesagt, mittlerweile, ich kann euch ruhig zum Farmen von Stein und so mitnehmen. Denn ich soll mir dann dabei nicht zu viel denken, es gehört zum Spiel dazu. Und somit werde ich... Ah, okay, da ist auch eine Höhle. Und somit werde ich das zukünftig auch machen, meine Freunde. Nee. So. Was blubbert da? Das dürfte, glaube ich, Lava sein. Ich drücke immer die Tabulator-Taste, wenn ich ins Inventar möchte. Das bin ich jetzt irgendwie so gewohnt, weil ich jetzt ein bisschen Seven Days to Die gespielt habe nebenbei. Und auch für euch aufgenommen. So quasi als Pendant. Genau, wir brauchen dann auch Holz, wir brauchen viel Holz, wir brauchen Birkenholz, wir brauchen Fichtenholz ganz viel. Und die Frage ist, dann beim Dach bin ich mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht noch ein drittes Holz mit reinnehmen möchte. Also das Fichtenholz wird für unsere Balken und Einrichtungsgegenstände werden. Das mit dem Birkenholz möchte ich die Böden machen. Mir gefällt einfach der helle Boden. Und eventuell beim Dach hätte ich mir vorgestellt, dass man hier auch noch Eichenholz mit reinnehmen könnte. Ich bin mir da aber noch nicht so ganz sicher, muss ich gestehen. So. Unser Goli ist auch unterwegs. Mutti-Kati. So. Muss alles weg. Ist unser Inventar schon voll? Nee. Hier so viele Erdbrocken rumliegen. Ja, Mutti, schau. Was machen wir denn hier? Wir machen dir ein neues Zuhause. Du kannst dann die Tavernenkatze werden. So. Auf jeden Fall unsere zwei. Echt jetzt? Haben wir nur eine? Nein. Nur Schaufel machen gehen, können wir gleich schauen, ob der Stein schon fertig ist. Unsere zwei Bürger habe ich eben auch aus dem Grund hier eingesperrt, dass wir sie zur Fortpflanzung hernehmen können. Die werden quasi zwangsverheiratet, um zum Wohle unserer Stadt sich zu paaren. Wie schaut es hier aus? Na, bei der Hälfte ungefähr. Ich glaube, ich mache gleich zwei Schaufeln. Schaufel, Schaufel. Da. Okay. So, wo steht die Sonne? Die Sonne dürfte schon hinterm Berg stehen, das heißt... Oh, es wird gleich wieder Abend werden. Oh Mann. So, schaffen wir das jetzt hier noch?
schnell fertig zu machen, anzuebnen, dann am nächsten Tag schnell auffüllen. Ich höre doch Lava, oder täusche ich mich? Ja, auf den Hinweis für den Beton bin ich sehr dankbar von meinen Neffen. Weil im Endeffekt die Wolle werde ich ja brauchen für die Betten und alles. Und Beton ist immer Beton. Wir haben hier Sand, wir haben hier Kies und Knochenmehl haben wir auch schon gesammelt, beziehungsweise können wir uns durch den Komposter auch noch weiteres Knochenmehl machen. Relativ einfach. So, der Diorit muss ich noch weg. Sammeln wir alles ein, wir haben nichts zu verschenken. Okay, also hier soll unsere Taverne hin, ja? Oder nicht soll, sondern wird sie hinkommen. Ich habe mir auch schon einen Namen für unsere Taverne ausgedacht. Sie wird nachher das Black Horse Inn heißen, weil das einzige verbliebene Pferd von uns ist noch der schwarze. Kannst nur nachts schlafen, so. Wird es jetzt dann mal Nacht oder eh nicht? Schauen wir dabei noch einen Stein. Oben sind 2 Stacks fertig. Jawohl. Eigentlich können wir da gleich wieder nachlegen. Wir brauchen es später sowieso. En masse. Na, geh her da. Na, falsche Verdrücke mit dauernd. Schaut's da aus? Ja, fast fertig. So. Schlafen gehen wir jetzt. Dann füllen wir da oben schnell die 2 Höhlen aus. Immer noch nicht schlafen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Da oben steht die Sonne erst. Super, jetzt sind es zum Regnen auch noch an. Kackwetter erst. So, die verbauen wir jetzt noch schnell und dann schauen wir, ob wir schlafen gehen können. Na, das ist halt mit meiner Stimme. Ich will jetzt lieber früher schlafen gehen als später. Nicht, damit dann hier wieder alles voller Zombies und so ist. Geht's? Nee. Immer noch nicht. Aber es regnet. Tür zu, es zieht. So. Kannst nur nachts schlafen. Nacht! Komm, es ist ja eigentlich schon Abend und so. Lass uns doch schlafen. Ja, das Haus hätte ich da, werde ich später dann irgendwie mit, ah, jetzt geht's, gute Nacht, mit Glas verkleiden. Das soll mehr oder weniger so ein Andenken an unsere Bürgermeistertaten werden. Unser erstes Haus, wo wir eingezogen sind, hier in die Stadt. So. Genau.
Wie, das reicht noch immer nicht? So, haben wir die Erde mit, jawohl. Ich habe ja letztes Mal Kürbisse gepflanzt, aus denen wird irgendwie nichts. So, wo war hier der Höhleneingang? Ja, genau hier. So, da soll jetzt mal überall Erde rein. Ich mag das quasi so richtig zumachen, damit dann nicht unter unserem Hotel immer wieder Zombies spawnen. Und wie gesagt, Erde haben wir genug, glaube ich. Von dem her. Ich glaube, ich habe noch niemanden oder noch kein Let's Play oder dergleichen gesehen, wo es an Erde gemangelt hat. So, geht doch eh flott. Ist sie quasi schon wieder verwertet, die Erde, was wir oben runtergeholt haben. So. Unsere Steine sollten ja dann auch fertig sein, wenn wir hier fertig sind. Das wäre so das Optimum. Und dann können wir im Endeffekt gleich Holz fällen gehen. Ich glaube, Steine werden wir auch nochmal nachlegen gleich. Machen unten noch schnell die letzten Steine rein. Und ja. Das wäre so mal der Plan für diese Folge gewesen. Euch zu zeigen, was sich so getan hat in der kurzen Zeit, wo ich eben offscreen da den Stein gefarmt habe. Da habe ich mir einfach gedacht, ich verzichte jetzt darauf, das aufzunehmen, wie ich die Mine anlege und zeige sie euch dann, wenn sie fertig ist. Einfach, ich wollte euch damit nicht langweilen, hier, dass ihr mir hier einfach nur beim stillen Steinklopfen zuschauen müsst. Aber Mir wurde schon gesagt, genau, dass ich das zukünftig ruhig drin lassen kann oder mitnehmen soll. Soll mir recht sein. Mir soll es nicht scheitern. So, wo sind wir hier eigentlich? Ja, da. Okay. Sollen wir da vielleicht noch eine Ebene gleich wegtragen? Ich weiß nicht. Bin mir gerade uneins. So, ja, machen wir weg. Wegreißen können wir immer noch, ja? Im Endeffekt kommt eh dann vorne auch das Gestein weg. Ich möchte wirklich so Terrassen machen. Hier so eine Ebene, dann da unten eine Ebene und dazwischen immer schön die Terrassen bauen, sprich alles begradigen. Es wird ja mittelalterlich, das heißt, es wird der Boden alles aus Stein werden. Und die Befestigung wird auch aus Stein werden und soll eben später dann mal so ausschauen, so wie ein Kanalsystem, wenn wir dann natürlich mehr haben. Also ich werde das jetzt nicht alles
das ganze Gebiet voll pflastern im Fluss entlang gleich mit Stein, sondern macht das wirklich dann Gebäude für Gebäude, dass wir das mitmachen. Sonst komme ich ja nicht mehr zum Bauen. Außer. So. Zack, 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 zack. Wir brauchen dann noch Sand, haben wir gesagt, gell? Und das machen wir jetzt, ziehen wir darüber gleich. Das wird sowieso eine gerade Terrasse werden. Ah, sie geht auf Fliege. Okay, da drüben müssen wir auch noch zumachen, haben wir gesagt. Oh, hier haben wir Kies. Den nehmen wir uns natürlich gleich raus für unseren Beton. Dann müssen wir, glaube ich, sogar ein bisschen Erde aus dem Lager holen. Aber was man hat, hat man. Und so viel Kies gibt es eigentlich in der Welt gar nicht. Kommt mir vor. Es ist meistens so in die Höhlen, wenn man eine Mine gräbt oder was, dann stoßt man dauernd auf Kies, aber so. Ja. Ich mache das jetzt gleich wieder alles zu mit Erde. So. Haben wir noch eine Schaufel? Nö. Super. Super, super, super. Mal auch gleich wegtun. So, liebe Freunde, wir sind jetzt eh schon wieder bei fast 33 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und wir sehen uns morgen wieder hier und machen unsere, bauen den Kies fertig ab und machen weiter mit unserer Auffüllaktion und dann Vorbereitung für die Taverne. Ciao, baba.